Ja, das ist. Bin ich Blade? Wie konnte ich das übersehen? Oh my frick. Oh my freaking Guinness. Und ich begrüße euch zum neuen Let's Play Zelda Skyward Sword Part. Ich befinde mich hier am Aufstieg zum Vulkan. Oh mein Gott, ganz zufällig bin ich genau dort gelandet, wo wir hin müssen, nämlich beim Eingang der Prüfung. Und ja, es ist eine neue Aufnahmesession. Ich will nix hören. Okay. Die ja scheinbar letzte Prüfung, weil dann haben wir ja alle drei bestanden. Und haben auch das, was wir brauchen, um die letzte Flamme zu bekommen. So. Ich bin wie immer still, halt's Maul und lass Fei machen. Sehr wohl, Gebieter. Oh mein Gott, ich war am Anfang total raus, aber hat sich ja dann ziemlich schnell geregelt. Ja, einmal zu lange das Spiel nicht gespielt und schon ist man am weniger schönen Ort des Körpers. So. Und damit begrüße ich euch, ja, nebenbei zurück zu der Skyward Sword. Keine Ahnung, ich hab jetzt schon die Begrüßung vergessen. Okay, stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der nächsten Prüfung. Boah, ziemlich direkt, du hast dazu erkannt, ich bin kein Otto 0815 Normalspieler. Ich bin der Pro, der sogar die Begrüßung zum Part vergisst. Oh mein Frick. Das war brutal. Das war absolut brutal. Hier. Aber ich muss sagen, ich fand's im Nachhinein nicht so schwer wie die Wüste. Die Wüste war grausam mit dieser Einstellung mit den Geistern. Davor habe ich jetzt eigentlich weniger Schiss, obwohl nicht ganz. Stimmt, es gibt eine Stelle, die ist grauenvoll. Gib wieder Yoshi. Bla 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 bla. Ich tu mal was ganz Neues, wir haben Sinngefäße erhalten. Oh my goodness, aber solange ich nicht mehr gezockt habe, sollte es für mich was Neues sein. So, nein. Sehr wohl, Gebieter. Ist halt dann mal das Maul. Ja, das wäre sehr nett. Okay, der Anfang von der Prüfung war schon absolut beschissen genug. Da seht ihr, die erste Träne wird gleich mal von einem Geist bewacht und ansonsten gibt es nichts. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass wenn sich ein Hüter in der Nähe befindet, zum Beispiel hier jetzt rechts, seht ihr, das sind so Wellen. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, so nach dem Motto, du weißt schon, dass da jemand ist, ne? K. Let's go. Das wird lustig. So. Jetzt muss ich bloß den Typen da irgendwie weglocken, damit ich da hin kann. Also komm doch her, Kumpel. Wir wollen doch auch alle nur ein Steak essen. Aber wenn es geht, will ich nicht auf einen Teller landen. So, Dankeschön. Deine von den Strähnen haben wir damit schon mal. Nice. Ja, und da ist er schon wieder. Drecksgeil. So, hierhin habe ich gerade auch schon Finsterhalbmond gesehen. Genau. Und ihr sollt jetzt erst links lang gehen, weil links kommt der beschissenste Teil der Prüfung, wie ich finde. Und es ist sehr ärgerlich, wenn ihr euch rechts erst vorarbeitet, weil das sind sau viele Tränen. Ich glaube so zwei Drittel der Tränen. Hier links ist nur so ein kleiner Abschnitt. Und wenn ihr dann zwei Drittel sammelt, weil das geht, und dann hier bei diesem letzten Drittel, was absolut beschissen ist, failt, ihr ärgert euch sowas und zu Tode. Also, so wie ich zum Beispiel das hier. Was zum Teufel? Ja, jetzt kommt der mir plötzlich im Gegend. Ist klar. Boah. Alter. Seid ihr noch ganz bei Trost? Aber okay. Eine weitere Träne für uns.
Damit habe ich, glaube ich, somit die beschissenste. Nein, nicht ganz. Mir fällt gerade auf, die ganz beschissene kommt erst noch, ja. Nämlich die da unten. Ja, ist klar. Rutsch, du Arschloch. Du kleines, mieses, dreckiges Rutsch in die Scheißträne rein. Alter, was war das denn? Stell dir vor, ich hätte die Träne nicht getroffen. Und ich glaube, das war's auch. Ich bin nämlich an der Träne vorbei. Dann schlägt der Typ daneben. Ich renne irgendwie die Wand hoch. Er schlägt nochmal daneben. Ich stehe neben der Träne und in dem Moment, einen Millimeter von der Träne entfernt, trifft mich der Typ voll im Genick. Das war, glaube ich, beim ersten Mal oder zweiten Mal durchspielen wirklich so. Ich habe jetzt zu tun geärgert. So. Okay, ich glaube, man sollte erstmal nach oben gehen. Und hier ist jetzt, glaube ich, die Abgrenzung. Weiter geht's nicht, genau. Wir müssen jetzt wieder zu dem Teil, wo wir einmal, ja, fast zu Asche zerfallen werden. Ja, genau, der Teil. Okay, da oben ist eine. Und hier ist eine Allertraumata. Ist klar. So, gib her. Nicht da runterspringen, ansonsten landet man natürlich genau auf der Allertraumata. Nein. Und jetzt wird's extrem beschissen. Ja, ja, denn genau hier beim Rutschen sind einfach mal auch Allertraumata platziert. Allertraumata. Ich weiß nicht, wie man die genau ausspricht, aber sind auf jeden Fall ziemlich beschissen. So, jetzt sollte man, glaube ich, besser hier lang. Ne? Ja. Aber das geht eigentlich. Die Rutschsteuerung in dem Game ist viel besser als in den alten Zelda. In den alten Zelda ist sowas einfach nur ein Graus. So. Soweit so gut. Will ich echt riskieren, dass ich... Na, scheiß drauf. Scheiß drauf. Und jetzt renn und rutsch nicht, hörst du? Danke, er rutscht nicht. Los. Jetzt bin ich am Arsch. Es sei denn, ich pass hier rüber. Und... Ah, gut. Weil sonst, da, wenn ich jetzt mit Kamera voraus darunter gerutscht wäre, ich glaube, ich wäre einfach direkt eiskalt in die nächste beste aller Traumata hineingerutscht. Ja. Ja, natürlich. Geht's euch eigentlich noch ganz gut? Ich wusste gar nicht, dass es einen Weg gibt, hier rauszukommen. Das ist, glaube ich, eine Stelle, die ich bisher im Spiel so gar nicht kannte. Oh. Hier haben wir was. Ich weiß nicht, ob ich mir das besser für den Rückweg aufheben sollte, aber nebenbei. Wenn ich den Rückweg antrete, dann, läuft die Zeit sowieso nicht mehr ab. Soweit sammeln wir alles, was geht. So, noch eine Lichtfrucht. So, schauen wir mal hier hoch zum Berg. Da leuchtet nichts. Da leuchtet nichts. Die letzten 6 Tränen befinden sich ziemlich wahrscheinlich hier drüben. Okay, let's go. Nein, doch nicht in die Lava. Lava, Chava. Chava, Lava. Tabalaba. Blablabla. Na. Okay, lassen wir den Scheiße, bevor ich mich noch einweist. Ah, genau in der Ausdauerfrucht gelandet. Das ist doch schön. Das ist nice. Renn, du verdammter Vollidiot. Sonst verbrennst du dir unnötig den Arsch und verlierst Zeit. Okay, hier ist eine Träne. Bleiben noch 5. Da ist eine. Hä? Oh nein, die Stelle mit dem Geist, die war scheiße. No! Okay, drüben. Drüben! Okay, nein, mieser Witz. Los. Gut, die Träne geht jetzt, aber solange man einigermaßen Jump'n'Run-Lehre studiert hat, so ein ausreichender bekommen hat. War hier nicht auch noch eine ganz mies versteckt? Oder war hier nur ein Fensterhalbmond random, falls es einen gäbe? Da drüben ist ein Fensterhalbmond, aber der kann mich kreuzweise. Ich will jetzt bloß noch die restlichen Tränen haben. Und es dürften auch die restlichen vier hier sein. Ja, mit einem Seil. Darf ich jetzt rumschwingen oder wie? Wollen die das jetzt ernsthaft? Hallo? Und sie ist mein. Und wieder zurück. So, so weit, so gut, so weit, so gut.
Ja, einfach mal hier einen Hüter platziert. So, hier beim Herzteil ist eine. Und hier beim Artefakt der Göttin ist wahrscheinlich ein Finsterhund, ne? Nee, da ist nix. Okay, schade. Hätte ja sein können. Wow. Nein, 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 du sollst nicht down gehen. Vollidiot, du Elendiger. So, vorletzte und da hinten ist die letzte. Los. Hol sie dir. Hol sie dir. Hol sie dir. Ja, komm. Put, put, put. Wo ist das Trainingleinchen? Ja, wo ist das Trainingleinchen? Finsterhund. Eine winzige Millimeter große Lücke und genau in die springst du rein, du verdammter Vollidiot. So, mein ist dein ganzes Herz. Sorry, das muss jetzt irgendwie sein. Was zum Teufel? Zum Glück wird mir der Schaden nicht angerechnet, das wäre ja noch herber. Aber ich glaube, das wird mir von der Zeit abgezogen. Lol, wie viel Zeit ist denn schon wieder vergangen? Das kann gut möglich sein, dass mir das von der Zeit abgezogen wird. Oh, diese Ärsche. Aber das ist sowieso gleich wurscht, weil dann es keine Zeit mehr in dem Sinne gibt. Und wir haben es! Zumindest fast. Wir müssen noch zurück. Yeah! Aber das schaffen wir. Komm schon! Das schaffen wir! Das schaffen wir hoffentlich. So, Zeit steht still. Geh mal so zurück. Hoffentlich irre ich mich auch nicht. Aber bisher ist die Zeit nie abgelaufen, wenn man alle hatte. Ja, sieht auch nicht danach aus. Die Zeit steht eigentlich still. Aber wenn ich in die Lava pfeife, beginnt sie vielleicht wieder abzulaufen. Hoffe ich allerdings nicht. Ich muss eigentlich nur noch die Stelle mit dem Geist schaffen, dann bin ich eigentlich safe. Ja, das ist es eben, die Stelle mit dem Geist. Okay, lass ihn kreuzen. Und renn, du Idiot! Boah, ich hab's geschafft. Fast. Oh, nein. Zeit bleibt stehen. Okay. Dann haben wir es eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht wirklich zu blöd anstelle. Hoch da. Nice. Hoch da. Nice. Ah, Finsterhalbmond nehme ich jetzt auch noch mit. Es gibt zwar kein Item mehr, was wir aufbessern können. Na, den Finsterhalbmond, den kann man schon mal mitgehen lassen, ne? So. Nice. Und zurück. Oh, chill. Chill, chill, chill. Wir sind ja gleich stark. Wir sind ja gleich stark. Und es stimmt nicht mal, weil der fünfte Dungeon ist nicht mal mein Lieblingsdungeon im Spiel. Nein, ist auch nicht. Mir fällt gerade ein, was wirklich mein Lieblingsdungeon ist. Aber das macht jetzt nichts zur Sache. Wollte ich nur erwähnt haben, weil ich gerade irgendwie nachgedacht habe. Du hast die Feuerohrringe erhalten, einer der drei Schätze der Göttin und auch der letzte. Mit ihrer Hilfe kannst du selbst der größten Hitze trotzen. Was uns das wohl sagen will. Da kannst du jetzt wahrscheinlich denken, unser nächstes Ziel ist der Krater des Vulkans. Und da kommen wir ja bisher nicht hin. Das hat sich hiermit geändert. Willkommen zurück, Gebieter. Oh, sind wir jetzt auch Let's Playerin? Ich schätze, dass dir die Feuerohrringe erlauben, in den heißen Bereich einzudringen. Ich empfehle dort nach der heiligen Flamme zu suchen. Ach was. Ich hätte eigentlich gerne in der Ritterschule weitergesucht, musst du wissen, ne? Weil die brennt ja so oft. Ach ja. Apropos Aurasuche wäre vielleicht mal nicht schlecht. So. Ja. Das wissen wir. Das da oben, damit. Nein. Oh. Oh. Okay. Wisst ihr, was ich glaube? Also das da? Das da meint den Vulkangipfel? Und wenn ich. Moment. Also Moment. Gehen wir mal nach oben und scannen von oben nach unten. Das kann irgendwie was nicht stimmen. So, Moment mal. So, jetzt sind wir hier. Ne? Ja. Bis hierher passt auch alles. So, haben wir hier schon viel Geld.
Und. Hä? Was seid ihr für welche? Komme! Ja, kommst du her? Ja, ganz brav. So, das ist so ein. Scarabius. Sehr schön. Weiß ja nicht, wozu ich die Viecher noch sammle, weil sie ja eigentlich nicht brauche. Aber okay. Was sind eigentlich die Flaschen? Zwei Feen und ein Herz von SV. Und seht ihr? Nichts passiert. Wenn man allerdings das provozieren möchte, kann man immer noch gerne in die Lava springen. Also, ja. Was würde ich sagen? Vulkangipfel. Da ist was. Okay, was zum Teufel? Ach, ich weiß, was gemeint ist. Also, das ist der Gipfel. Dann ist... Moment. Ah, ich lieg falsch. Das ist nicht mal das gemeint, wo ich dachte, nein. So ist was ganz gar anderes gemeint. Ja, 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 ja. I see. Gehen wir mal hier rüber. Okay, das ist... Das ist der Vulkangipfel. Gerade hat es doch noch rausgeschlagen. Hä? Ich check gerade irgendwie gar nichts. Okay, folgen wir einfach mal der Aura-Suche. Hier ist nämlich scheinbar irgendwo noch ein Artefakt der Göttin. Dann habe ich gar nicht gedacht, dass es hier noch eins geben könnte. So, das war der Teil der Rutsche, den ich irgendwie gar nicht konnte. Und jetzt... nein. Können wir. Hä? Ich check gerade irgendwie nix. Wo soll ich jetzt hin? Mann, das ist halt am Artefakt dran zu gucken. Okay. Schauen wir mal von hier oben aus. Was machen hier eigentlich Schmetterlinge? Ich kann da nirgends so ein Boing-Boing oder so spawnen, oder? Oder? Die Schmetterlinge sind wahrscheinlich einfach nur so da. Oh. Oh. Gott, verpisst euch. Danke. Aber die Bockblinden sind doch... Ja, natürlich. Wisst ihr was? Den verpasse ich in den Keller. Nice. Ah, der göttliche Bogen ist so geil. Da musst du gar nicht aufladen und der geht schon. Ich schaut mir noch ins Gesicht und checkt nichts. Und wieder. Fast ein Vollidiot. Oh, da schießt keine Pfeile. Ich brauche die noch. Okay. Wo zum Teufel ist dieses Ding? Da drüben. Da drüben. Hä? Ja, das ist... Hä? Bin ich Blade? Wie konnte ich das übersehen? Oh my frick. Oh my freaking Guinness. Wie konnte ich das die ganze Zeit übersehen? Alter, das hätte ich schon vor dem zweiten Dungeon bekommen können. Epic fail. Und es ist vielleicht ein Herzteil oder so. Zu erklären, wo das letzte ist, wo ich nicht weiß, wo es sein soll. Weil ich habe drei im Kopf. Drei habe ich im Schädel, wo die sind. Aber dann fehlt ja eins. Wo ist das letzte Herzteil, das ich nicht weiß, wo es sein soll? Na, ist jetzt auch egal. Schau mal kurz nebenbei auf die Portzeit. Oh Gott, ist die Zeit vergangen. Ach du Schande. Ich wollte eigentlich noch mit diesem neuen Gebiet hier anfangen. Und zwar, Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Mal wieder. Bei jedem neuen Gebiet. Wir befinden uns nahe des Kraters am Gipfel des Vulkans Eldin. Vulkangipfel, das so hieß die Gegend, glaube ich. Ja, Vulkangipfel. In dieser Gegend herrscht eine extreme Hitze. Mit den Feuerwehrmörigen kannst du dich länger hier aufhalten.
Ja, klingt so, als würde ich trotzdem irgendwann schauen, nehmen, aber egal. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass sich die letzte heilige Flamme hier befindet. Ich empfehle sie zu suchen. Jo, jetzt wird es nämlich nochmal extrem feurig. Das gesamte obere Gebiet wird jetzt nämlich noch mit eingenommen. Das ist gar nicht so klein. Ich sehe es bereits. Die ist so gigantisch, wie das Rand des Sandmeers ist jetzt nicht, aber trotzdem. Schauen wir mal ein bisschen. Also. Gleich kommt etwas scheiße Witziges, aber... muss ich mal schauen. Weil eigentlich müsste ich jetzt den Part offiziell beenden. Das bildet mir ein, hier werden eigentlich normalerweise Gegner, aber die sind jetzt irgendwie nicht da. Ah, ja, hier kann man auch hoch. Kommt hier mal und steht nicht da die ganze Zeit, danke. Ja, so soll man da irgendwie auch hoch, keine Ahnung. Ist jetzt auch egal, viel geiler ist der Raum hier. Und, ey, wo kommt hier jetzt her? Und zwar, hier ist erstmal ein neuer Gegnertypus. Diese Octorok-Spocken kein Feuer, sondern Fluch. Und wenn ihr euch erinnert, Fluch ist der Typus in Zelda, wo man keine Items, Waffen und Schwert einsetzen kann. Ja, Schwert ist eine Waffe, aber egal. Ist halt so. So. Ihr wisst, was ich meine. So wie die blauen Knochenfratzen. Und jetzt kommt etwas richtig Episches. Im normalen Modus kann man dieses Artefakt der Göttin zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekommen. Aber wenn man sein Schwert upgradet mit der Zeit, wird auch der Himmelsstreier immer stärker, lädt sich schneller auf und er reicht weiter. Ich wollte eigentlich jetzt nicht da reinspringen. Und ja, im Hero Mode ist er ja von Anfang an auf Maximum, was richtig episch ist. Und wenn man es geschickt anstellt, ja, kann man das Artefakt bereits zum jetzigen Zeitpunkt aktivieren, sofern man Hero Mode spielt. Im Normal Mode würde das jetzt nicht funktionieren. Dank dem Hero Mode funktioniert das eben schon. So, also den Teil des Vulkans will ich jetzt noch erkunden. Ansonsten kommt man zu jetzigen Zeitpunkt in den Raum von gerade mit der Lava nicht weiter. Und man muss erstmal anders sehen. Ich hör, dass es schon hieß, ja. Hä, Glibber, wo kam das jetzt her? Was zum Teufel? Oh Gott, 31 Glibber. Jetzt brauche ich das wohl nur alles. Verpiss dich. Und du dich auch. So. Okay, dann. Glaube ich, wäre es klüger, wir gehen erstmal hier lang. Wieso werdet ihr. Ja, ist das schön. Wow. Interessanter Kill. Gehen wir erstmal hier lang. Ich weiß, der Part sollte jetzt eigentlich längst beendet werden, aber ich will noch ein bisschen erkunden. Um einen klitzekleinen Cliffhanger mit reinzuhauen. Und zwar, seht ihr schon, ist hier wieder unser Goron-Typi. Sag bloß, ist es ebenfalls nach dem Artefakt der Göttin. Ist das hier nicht etwas, weißt du nicht? Was soll denn das heißen? Ich suche nicht nur eins, diese 27. Mir macht die jetzt ja an sich wenig aus, aber diese Flammen da sind selbst mir zu erwartet. Ein Goron ist was zu heiß. Irgendwie müsste man diese Flammen ja doch überwinden können, oder? Also, Rätselmeister, it's your turn. Gut, wenn das so ist, lindere meinen Durst und ich gebe den Weg frei. Ja, das ist doch schon das ganze Rätsel. Lindere meinen Durst. Ja, was hilft am besten gegen Dorscht, sag ich mal. Wasser. Ich bezweifle, dass man in diesem Zelda Limo oder so findet. Deshalb würde ich einfach mal sagen, such mir im nächsten Part nach Wasser, um den seinen Durst hier zu stillen. Und damit ist diese Fratze hier gemeint. Allerdings gibt es da ein weiteres Problem. Vielleicht könnt ihr es jetzt euch schon bereits denken. Falls ihr nicht wisst, was ich meine. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Let's Play Zelda Skyward Sword. Bis dann und ciao.